Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon und The Light of Hope, Licht der Hoffnung. Ich habe ganz vergessen, was wir nochmal alles für Materialien brauchen von Doc, und Doc ist noch am Schlafen. Na, ganz toll. Ich glaube, wir brauchten Iron Ore und Glas. Und wir müssten aber eigentlich alles beisammen haben. Glas haben wir. Genug. Und Iron Ore. Aber das ist, genau, und Eisenerz. Die Frage ist, wann Doc jetzt hier wieder ansprechbar ist. Da hat er momentan gerade keinen Bock auf uns. Dann werde ich wohl immer mal einen Blick auf die Uhr erhaschen und hoffen, dass er irgendwann mal erscheint. Momentan ist er noch nicht da, aber wir können ja mal zusammen gehen. Und da vielleicht ein paar Grashalme oder sowas kaufen. Oder sowas. Ja. Uns mal umsehen. So. So, Sam. Hallo. Naja, tolles Wetter hier. Komm. Grassaat. Ich weiß gar nicht, wie viel kaufen wir denn mal. Wir kaufen einfach mal 18 Stück. So, ja. Warum noch nicht? Green Seeds, Green Pepper, Corn Seeds, ach, ich weiß nicht. Wollen wir so Romagnon und das. Wir können ja hier auch noch davon ein paar. Kommen so ein 9er-Feld. Tomaten. Wetter haben wir Sommer, ne? Da können wir auf jeden Fall ein paar Tomaten anbauen. Wartet. Bye. Tomato Seeds. Beides Tomatenzeit, Freunde. Ich kauf schon mal. Yeah. Okay. Ich will auch so schöne 9x9-Felder anbauen. So richtig schön Classic-mäßig. Kennt man vielleicht noch. Hier so zum Beispiel. Und da baue ich jetzt... Kann ich Mais überhaupt anbauen? Weiß gar nicht. Das geht sogar, wenn ich das so mache. Sehr schön. Kann ich Mais überhaupt anbauen? Ich hab's vergessen. Na, zur Not vertrocknet halt. Was soll's? So. Okay. Haben wir schon mit Yuri heute geredet? Huhu! So. Hatte ich hier das Zeug angebaut? Ich hab's schon wieder vergessen. So. Okay. Tomate, Gras. Perfekt. So. Das braucht euch nochmal zweimal Iron, oder? Zweimal Iron. Okay, dann kann ich das Ding nämlich auch wieder... Oh, na? 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 Okay, habe ich eigentlich schon gebürstet? Muss ich das überhaupt bürsten? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich tue mal lieber wieder rein, bevor ich noch irgendwelche falschen Dinge tue. Unüberlegte Dinge, die dann wären, ich vergesse meine Kuh draußen. Das passiert mir ja zum Glück überhaupt nie. So. Ist denn jetzt endlich mal der Doc fertig hier? Endlich! Gut. Dann Aufi. Aufi, Aufi. Ich hoffe, wir haben alles jetzt, was er braucht. So. Ibems. Ibems? Da. So, es geben wir ihm alles, was er braucht. Ah, yes. Ja. Das ist genau das, was ich brauchte. Gute Arbeit, Yumi. Schraube. Liebling hier, tot Liebling der. Hier noch ein bisschen da und tada. Hat er daraus jetzt Kleber gemacht? What the fuck? Ahaha, ich bin so ein Genie. Die Steinplatte ist wieder zurück, wie sie vorher war. In ihrer richtigen Form. Oh mein Gott. Du musst keine Wörter, keinen Ausdruck der Begeisterung finden. Heilige Gift des Brand. Wir sollen. Ja, möchte von. Oh Gott.
Er ist ziemlich von sich selbst überzeugt und möchte, dass wir ihn halt eben überschwängende Stangen und sein krasses Gehirn vergöttern, was weiß ich. Er übertreibt maßlos. Was ist das? Wie jetzt? Was? Du willst die Steinplatte zurückhaben? Aber ich brauche sie noch immer, um sie für Untersuchungen und Forschungen. Ich muss sie noch für Untersuchungen und Forschungen einbehalten. Das wird mir natürlich jetzt weniger nice. Wenn das also pause, die nächste Seite wird auf da, fein. Wir können damit wetten. Okay. Wir können sie vorerst zurückhaben, die Steinplatte. Dankeschön. Und er wird sie nie wieder kriegen, weil wir sie jetzt vor dem Turm einfach mal einsetzen werden. Yay. Dann los geht's. Aber wie ist das Hüfällchen will, werden wir vorher eh nochmal bei Gast vorbeilaufen. Und nun ja. Wir werden noch zweimal Iron abholen. Zweimal Iron. Don't forget. Iron. 2 times. Perfekt. Hat genau gereicht, weil es habe ich nur noch einmal Iron Ore übrig. Mehr hätte ich eh nicht machen können. Gut, dann tue ich erstmal meine, nennt man das eine Scheune, meine Windmühle reparieren. Kann ich ja. Ich habe das Geld, ich habe die Materialien, ich habe, sagen wir mal, großzügig auch die Zeit. Gucken wir mal. So, ja, komm. Sehr schön. Wow, die Windmühle ist wieder repariert. Nun kannst du wieder Dinge wie Mehl und andere Sachen wie Tierfutter herstellen. Nicht nur das. Du kannst Dinge wie Mehl und... Okay, du kannst darin auch Dinge wie Mehl oder Tierfutter lagern, die nicht mal in deine Tasche passen. Das ist sehr nützlich. Probier es aus. Okay. Use Windmill. So. Kreaturum, Barley, Kornmehl. Milchkorn. Kreatkornmehl. High Quality Milchkorn. Fodder. Fodderkorn. Sweet. Was ist jetzt mit dem Gras, was ich. Ich weiß nicht. Ich habe ja hier extra Gras angebaut gehabt. Wofür ist das gut? Bitte was? Ich hätte irgendwie gedacht, dass ich das Gras noch für irgendwas gebrauchen kann. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Vielleicht. Wartet mal. Kann ich damit irgendwie Dünger machen mit dem Gras dafür? Oh Gott, dafür brauche ich Softwood. Das muss ich erstmal wieder sammeln. Weiches Holz. Ha. Nun gut. Ein andern Mal. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die dritte Steinplatte. Ja. Ja, wir können jetzt versuchen, endlich die nächste Steinplatte einzusetzen. Okay. Oh, vielen Dank, Yumi. Du kannst mir danken für all meine Unterstützung. Hä, was? Meinst du nicht ernst, oder? You know how to do is watch fish swimming on the river. Das Einzige, was du weißt, ist, wie einfach mal Fische einfach nur so blöd im Fluss rumschwimmen. Wirklich? Eine wirkliche Hilfe bist du nicht. Was? Das ist nicht das Einzige, was ich tue. Ich kann auch mehr als Fischen beim Schwimmen zugucken. Ich kann das. merkst du? Oh, es endet immer damit, dass du rumweinst. Die Klappe. Oh Mann, Chubi. Naja. Bitte hört jetzt auf, euch zu streiten. Wir sollen uns alle zusammen jetzt hier anstrengen und unsere Kraft fokussieren auf diesen Stein. Okay. Wir sollen jetzt das einsetzen. So. Jetzt feint eure Kräfte.
It's a kind of magic, magic. Oh yeah. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt wurde noch mehr Energie dem Leuchtturm hinzugefügt. Wow, es sind nur noch zwei Steinplatten übrig. Wir sind so nah daran. Wir können es schaffen. Yume, wir zählen auf dich. Okay. Oh, wir gehen direkt mal einfach so schlafen. Okay. 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 Yume! Du musst aufstehen! Hui! Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ich weiß, du hast einige Fragen und ich kann es dir später erzählen. Aber bitte komm erstmal raus und schau nach, was los ist. Und es regnet, das ist ja gut. Ich mag Regen. Okay, schnell raus mit uns. Edmund möchte mit uns reden. Ja, Edmund, was gibt es, Schätzchen? Falsches Spiel. Ja, hallo, was gibt's? Jetzt etwas, was... das Anfänger Nito Tokyo baut. Ich muss... Das ist etwas, was ich dir erzählen muss. Aber für den Moment, musst du mit mir zum Leuchtturm kommen, okay? Was? Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wir müssen jetzt los. Okay. Okay, 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 okay. Ich bin cool. The Boiling Clouds, the Rolling Rain, it sends something strange. No, what is, okay. Der Wind weht stärker, die Wolken brodeln sich zusammen, der Wind, der Regen, der schmettert nieder auf den Boden. Also, es. Viel Wind, viele Wolken, es regnet stark. Er spürt etwas Merkwürdiges, aber was ist es nur? Ist es wieder ein neuer Vulkan? Ein Vulkan, Orkan oder so? Okay, Helfer mit Toy Stories oder Light von. Wartet mal ganz kurz. Also es scheint wieder ein Unwetter am Anmarsch zu sein. Und er fragt uns, ob er uns schon Stories von dem Leuchtturm erzählt hat. Wartet mal ganz kurz. Huch! Ach so. Ob er uns schon erzählt hat, wie er wieder Leuchtturm Wohlstand auch zur Stadt hier bringt. Und wir wissen es, denke ich mal, nicht. Aber er hat das Gefühl, dass wir es bereits wissen. Also, wir müssen nämlich wissen. Okay, er möchte uns jetzt quasi erzählen, wie der Leuchtturm Wohlstand und Glück über die Stadt bringt. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir dachten vermutlich bisher, dass es einfach nur ein Mythos wäre. Einfach nur eine Legende, die von Generation zu Generation weitererzählt wurde. Aber der Fakt ist, dass es wahr ist. Oh mein Gott, dieser Leuchtturm bringt Wohlstand. Warte mal. Diese Insel hier war einst sehr wohlhabend. Vermute mal, dass es das heißt. Der Perpetual. Warte mal, das Wort kenne ich nicht. Ich weiß auch nicht alles. Wie ein Adjektiv. Das ewige Licht vom Leuchtturm hat das ganze Land gesegnet. Okay, gut. Das Licht vom Leuchtturm hat das Land gesegnet. Wie auch immer. Dann kam dieser krasse Sturm und hat diese ganzen Steinplatten verweht, weggeweht. Und ja. Ja, und der Leuchtturm hat eben nicht mal geleuchtet. Ohne die Platten, ohne das Licht von dem Leuchtturm, hat die ganze Insel ihre Lebensenergie verloren. Natürlich. Also die ganze Energie ging halt eben flöten von der Insel, weil der Leuchtturm nicht mal geleuchtet hat. Klingt einleuchtend. Oh cool, ne? Boah, ich krieg's was nicht hin. Warum es überhaupt zu diesem Sturm kam? Implants in Power of the Waterland. It's due to the imbalance. Okay, weil die Kräfte des Wassers, des Landes und der Licht, des Lichtes, weil diese drei Kräfte nicht mehr optimal im Balance waren.
Okay, wie kam es dazu? Erzählt uns das auch noch. Langsam natural world, cause international heaven, okay. One thing I know from that is that unless we find the table soon, das Island will singen, okay. Wenn wir nicht schnell alle Platten finden, wird diese Insel vollständig im Meer versinken. Das dürfen wir natürlich nicht zulassen. No, mein Tablet ist in the spring. They will aid me. Okay. Wartet. Ich muss immer mal ein bisschen. Oh Gott. Habe ich gerade irgendwas falsch? I will divine the location of the remaining tablets, the harvest string. Okay, er möchte die herausfinden, wo die letzten Platten sind. Er möchte sie quasi aufspüren. Okay, wir sollen zur Erntegöttinnenquelle gehen. Und ich glaube, die anderen Magiekollegen werden ihm dabei helfen. Also, Gerald und Tabea. Ich bin gespannt. Wir sollen auf jeden Fall da jetzt sofort hinkommen. Ich bin... Oh Gott. Gut, ja. Die Insel wird untergehen. Wir müssen uns beeilen. Na gut. Coole Story, Bro. Ich... So. Ich möchte mich auch erstmal noch um meine Tierchen kümmern. Ich habe hier schließlich auch... Responsibilities. Ich muss mich hier auch so ein bisschen um was kümmern. Warte mal, so. Ach nee, ist immer noch Spring. Okay, vergiss das. Hier oben, das wächst schön. Gut. Ich habe keine Ahnung, wofür wir Gras brauchen. Hallo, kleines Hähnchen. Hühnchen. Quack, quack. So, und ein Ei. Ei. Ich es einfach wegschiebe vom Futter. Ich bin voll fies. So, was macht die Kuh? Die Kuh macht Mu. Mu. So, weg damit. So, geh mal weg hier, Kuh. Ich will dich lieb haben. Ich bin hier in Spawn, dann wir watschen von mir. Okay. Dann können wir, also, Kerwin wird uns helfen bei der Pflege der Tiere. Das ist ja nett von ihm. Da bin ich ihm auch super duper puper dankbar. So, ich schätze mal, uns bleibt jetzt auch vorerst nichts anderes übrig, als der Aufforderung von Edmund Folge zu leisten und gleich zur Erntegöttinnenquelle zu gehen. Ihr seht nämlich, wie krass ich gerade schon dabei bin, dahin zu rennen. Ich lasse alles stehen und liegen. Ja, gleich, bald. Wir haben Zeit, Leute. Wir müssen ja nichts überstürzen, ne? Ach, hier kann ich ja nichts machen. So. Ein paar Steine brauchen wir. Okay. Bom. Bom, 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 bom. So. Oh. Wir brauchen einiges an Softwood-Lumber. Da muss ich wohl wieder mal einige Bäume fällen. Können wir ja ruhig mal machen. Die sind alle nicht richtig hochgewachsen. Da muss ich warten. Aber ein paar werde ich schon noch haben hier. Wartet mal. Wo sind denn die? Ach, hier oben. Sehr schön. Haha. Gut, meine Freunde. Ich habe jetzt, glaube ich, wieder sehr viel geredet. Sehr stockend übersetzt. Aber ich denke mal, das funktioniert schon. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr etwas dazu kommentiert, bewertet. Und bedanke mich bei euch auch wieder fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge gehen wir zur Erntegöttinnenquelle und gucken, was Edmund uns so noch zu erzählen hat. Er möchte ja schließlich die letzten Steinplatten aufspüren. Und wo die sind, oder ob wir wissen, wo sie sind, ob wir so schnell herausfinden können, wo sie sind, erfahren wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play Harvest Moon. Light of Hope, also Licht der Hoffnung, schätzungsweise. Ja, okay, also tschüss.